Was nimmst du denn besonders aus der HEP-Ausbildung mit? Ja, ich glaube, alles, was wir gelernt haben, ist jetzt ein, ja, also eigentlich sehr viel. Man macht eigentlich wie so eine Reise, eine Entwicklung seiner Persönlichkeit. Man macht so viel, also Thema Kommunikation, andere Hunde, selber sich so weiterentwickeln. Also es ist eigentlich echt die ganze Ausbildung, es ist so viel. Da kann man fast nicht einschränken, dass ich sage, ich würde jetzt, ja, also man hat sich selber sehr, sehr viel weiterentwickelt. Mein größtes Aha-Erlebnis in der HEP-Ausbildung war zu sehen, wie eng das Verhalten der Hunde mit dem Verhalten des Menschen verknüpft ist. Das habe ich an meinem eigenen Hund auch gesehen. Und so wie das Verhalten des Menschen sich ändert, ändert sich auch das Verhalten des Hundes. Und das war eigentlich mein größtes Aha-Erlebnis. Ich habe ganz viele Aha-Erlebnisse. Also sei es mein Wirken, wie ich meinen Hund beeinflussen kann, um Fortschritte zu gehen mit meinem Hund. Sei es Probleme anzugehen, sei es der Blickwinkel zu verändern. Also eigentlich gibt es da unendlich viele Aha-Erlebnisse. Was hast du denn besonders aus der HEP-Ausbildung mitgenommen? Also eigentlich alles. Vom ersten Seminar an, wo ich noch da saß und überhaupt nicht wusste, was der Mann da vorne überhaupt redet. Da habe ich wirklich noch kein Wort verstanden und habe gedacht, was soll der ganze Mist? Und dann kam halt eben immer mehr das Verständnis, okay, vielleicht macht es doch Sinn, was der Mann da vorne redet und ist doch alles nicht nur Quatsch. Und ja, dann kommt mit jedem Seminar halt eben mehr Wissen und dann formt sich das Ganze zu einem großen Ganzen, was am Ende dann wirklich Sinn ergibt, was man verstehen kann und was einen auch einfach den Hund viel besser verstehen lässt. Und aber nicht nur den Hund, sondern dann kommt plötzlich auch, sieht man, wie andere Tiere sich verhalten, wie da das ganze Konstrukt ist, wie das zusammenspielt. Also man lernt nicht nur was über den Hund, sondern auch über andere Tiere, weil man es einfach übertragen kann und auch unfassbar viel über den Menschen, was ich so einfach nicht gedacht hätte, als ich hier angefangen habe, dass das überhaupt so weitreichend alles ist. Was war denn dein größtes Aha-Erlebnis aus der HEP? Also davon ganz abgesehen habe ich ganz viele Aha-Erlebnisse gehabt, aber eigentlich so für mich nehme ich mit, mein größtes Aha-Erlebnis ist, dass ich gelernt habe, wie ich durch meine Körperhaltung, durch mein Denken, durch mein Sein, meinen sehr gestressten Hund super schnell zur Ruhe bringen kann oder ihm Ruhe bereiten kann. Als Jan sagte, konsequente Inkonsequenz.